Ja, liebe Humusfreunde, hier bin ich wieder und ich zeige euch mal ein wenig von meinem Garten hier zu Hause. Den habe ich noch ein bisschen fertig gemacht, weil es geht jetzt schon wieder los auf die nächste Tour. Ich bin ja am 10. Mai aus Portugal wiedergekommen mit dem kleinen Umweg über die Schweiz noch. Aber jetzt juckt es mir schon wieder in den Fingern oder besser gesagt im Gaspedal und ich plane meine nächste Tour und die führt mich nach Norwegen. Ja, ich habe Freunde in Norwegen zurzeit, die da auch Urlaub machen und die haben da auch eines ihrer Kinder, die wohnt in der Nähe von Oslo. Die will ich als nächstes mal besuchen. Da treffe ich dann meine alten Studienfreunde und von da aus wollen wir ein bisschen den Süden von Norwegen bereisen. Also ich war schon öfters mal in Norwegen, habt ja schon wahrscheinlich diverse Videos von meinen Norwegen-Touren gesehen. Also die letzte war ja die Lofoten-Tour 2019. Ja, und ihr seht mal ein bisschen, wie ich hier so wohne. Das ist mein Häuschen und mein Garten, wo ich meine Touren plane. Und von hier aus geht es, wie gesagt, jetzt nächste Woche ab Montag Richtung Norwegen. Also ich plane dann über Fehmarn zu fahren und Puttgarden-Rottbü und dann über die Öresundbrücke und fahre dann an Göteborg vorbei hoch Richtung Oslo. Also ist so der Plan. Also ich möchte da ein bisschen flexibel sein und buche jetzt nicht fest große Fähren. Also zum Beispiel Herzhals-Christiansand oder so, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil da muss man doch ein bisschen sich auf den Termin einigen, wann man das dann macht. So kann ich also einfach losfahren. Die Fähre von Puttgarden nach Rottbü, die fährt alle 20 Minuten oder alle halbe Stunde. Da braucht man nicht groß planen. Da fährt man einfach hin, holt sich ein Ticket und kann losfahren. Ja, dann freue ich mich auf meine Tour und es gibt natürlich auch viele Videos wieder. Und dann war das mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.